So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ranger. Oh yeah, im letzten Part haben wir wieder eine weitere Mission geholfen. Begonnen, nein. Ja, wir haben eine weitere Mission begonnen und eine andere Mission abgeschlossen, weil wir jemandem geholfen haben. Das ist, was ich eigentlich hätte sagen wollen, aber mein Gehirn fabrizierte meine Sätze nur zu einem großen Blablabdam. Okay, dieses Professor Hastings Labor, folge mir bitte. Na, gar kein Problem, dann mach mal die Tür auf. Sehr gut, oh, was kann ich für euch tun? Was kann ich für euch tun? Könntest du bitte unsere Akten sortieren? Oh. Chris, darf ich dich um deine Hilfe bitten? Ja, deswegen bin ich mitgekommen, sonst wäre ich ja gar nicht erst hier. Ich suche nach etwas im Untergeschoss, aber es ist stockdunkel dort unten. Keine Chance, da irgendwas zu finden. Oh, Licht soll ich machen, ja? Ich bat den Professor um Hilfe und er riet mir, mich an dich zu wenden, Chris. Es wäre sehr freundlich, wenn du mir helfen würdest, indem du etwas Licht in das Dunkel im Untergeschoss bringst. Okay. Großartig, ich danke dir vielmals. Übrigens, der Professor bat mich darum, dir die folgende Nachricht zukommen zu lassen. Oh, Achtung, jetzt kommt ein Tutorial. Hier ist der exakte Wortlaut. Im Untergeschoss des Leuchtturms lebt ein Pokémon namens Sterndu. Verwende die Fähigkeit des Sterndu, um Licht zu erzeugen, wo Licht benötigt wird. Ich hätte schon fast vermutet. Das war die Nachricht des Professors. Bitte fang ein Sterndu und bringe es hierher. Warum hast du deine Stimme beim Vorlesen verstellt? Beim Wiedergeben verstellt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Gut, dann gucke ich in den Mülltonne hier nach. Nein! Man könnte dieses Gerät durch eine Maschine bezeichnen, allerdings ist es wohl am besten, es zu ignorieren. Sieht wieder interessant aus, als würde ich fast die Mülltonne angucken, aber nur fast. So, hier lebt also ein Sterndu, ja? Wo ist es denn? Sterndu! Sterndu! Habe ich mich verlesen? Da meinte doch, irgendwo im Untergeschoss lebt ein Sterndu, oder? Ich glaube, ich habe mich verlesen tatsächlich. Moment. Nochmal bitte die Info vom Professor. Na gut, okay, ich möchte sie haben, diese Info. Willst du den Nachweis noch einmal hören? Ja. Ich sag mal, im Untergeschoss des Leuchtturms. Ach, des Leuchtturms. Ach so. Ich habe nur im Untergeschoss gelesen und dann den Rest einfach überflogen. Das ist mal mehr konzentrieren beim Lesen, junger Herr. Dödödüm. Geh weg, Snowball. Verschwinde! I don't need you. Gut, dann wollen wir uns auf den Weg zum Leuchtturm machen. Schade, dass wir kein Ampharos finden müssen. Das hätte so viel Stil. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich in den Leuchtturm rein kann. Der Leuchtturm hat schon manches Schiff sicher durch die See geleitet. Wo soll denn hier... Wo soll ich denn in den Leuchtturm kommen? Na, wie komme ich denn in den Leuchtturm hinein? Das ist doch der Leuchtturm, ja. Hm? Im Untergeschoss des Leuchtturms. Und wie komme ich da hin? Hier? Nee, ist irgendwie Unsinn. Ach da, guck mal, da ist eine... Ah, das Relaxo ist verschwunden. Das Relaxo ist verschwunden. Dann ist alles easy. Ist wahrscheinlich einfach in das Loch gefallen. Es lag so lange da, dass es so stark abgenommen hat, dass es hier reingepasst hat. Ja, das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste. Wie bereits gesagt, du bist voll aggro hier. Guck dir das an. Na, bist du aggressiv? Boom. Richtig aggro, das Ding. Ein wildes Sterndu. Okay, was machst du denn so? Zeig mir dein Muster. Wahrscheinlich rast du auf mich zu, oder? Nicht meine Fanglinie berühren. Ich muss schon sagen, was ist jetzt los? Mist. Sei nicht so schnell. Okay, das ist aber eigentlich nicht so schlimm, wenn es... Meine Fanglinie müsste länger sein. So. Ja, das war jetzt nicht so das schwere Angriffsmuster. Da muss ich halt nur aufpassen. Solange es nicht rumschießt, Sterndu greift mit einer Drehbewegung an. Berühre es in diesem Moment auf keinen Fall. Und das habe ich mir schon fast gedacht. Und das. Ist das unser Winkel? Warum kommt ihr denn nicht runter, Kollegen? Was ist denn da los? Ja, steht schon. Mino muss auf die Leute aufpassen. Ja, ja, ach, und da sind sie auf einmal. Ja, suddenly sind sie da. Okay, auf jeden Fall haben wir unser Stern, das heißt, wir können jetzt etwas Licht ins Dunkel bringen. Sollte ja schnell machen. Was ist denn da los, Leute? Habt ihr keinen Bock mehr? Ne, jetzt gleich kommen sie alle angerannt. Ah! Ach ja, schön. Ja, denn wahrscheinlich schmiedet Mino schon wieder Pläne mit denen, um uns dann irgendwann zu hintergehen. Du fieses Mino, ich halte dich im Auge. So. Dann machen wir doch mal zum Professor, beziehungsweise nein. Ins Labor des Professors, um dort ein bisschen die Dinge zu erhellen. Ich frage mich gerade, aus welcher Gen diese Trainer sind, diese NPCs, weil manche davon sehen so, wie gesagt, ich habe ja eine mal Göre genannt, obwohl es ja eine Dame war.
Aber es kam mir so vor. Auch die Trainer da unten, die sehen irgendwie aus wie die Gören aus der 4. Gen, glaube ich. Naja, was ist denn das für ein Pokémon, hä? Das muss ein Stern, du sei mit Hilfe dieses Pokémon können wir Licht in die dunkelste Hütte bringen. Und das ist zudem ganz einfach, Brüder. Das Sterndon, es wird seine Fähigkeit einsetzen. Dann weißt du, man kann einige Pokémon-Fähigkeiten ohne bestimmtes Ziel einsetzen. Das wusste ich schon seit Pichu. Nimm diesen Sterndon mit ins Untergeschoss und berühre es dann mit dem Touchpen. Was ist denn ein Touchpen? Sie redet in Zungen! So, Sterndon, hau rein. Jawohl. Bing. Zack, zack, und schon ist Sterndon weg. Wiedersehen. Du meine Güte, das ist ja schon fast wieder zu hell. Jetzt werde ich alles ohne Probleme finden. Ich frage mich, wie das Licht dann da drin bleibt. Ich meine, das Sterndon müsste ja quasi eigentlich die ganze Zeit hier rumhängen dann. Ihr könntet euch vielleicht eine Lampe kaufen. Ihr werdet da wohl eine Steckdose im Keller haben oder wenigstens ein Verlängerungskabel. Vielen Dank für deine Hilfe. Yay, Mission complete. Again. Die ging ziemlich fix. Hier ist es nicht. Und hier ist es ganz bestimmt auch nicht. Es ist zwar sehr gut, dass hier jetzt hell ist, aber der schiere Umfang dieses Papierberges demotiviert mich ein bisschen. Jetzt soll ich wirklich ihre Akten sortieren, pass auf. Sehen wir mal, diese Daten beinhalten allein die Fußspuren von Pokémon und hier haben wir die Aufzeichnung von den Rufen der Pokémon. Wir haben jetzt zwar Licht, aber es ist trotzdem nicht einfach, die erforderlichen Daten auf diesem Berg an Material herauszusuchen. Tja, I'm sorry, ich bin leider total beschäftigt. Viel zu beschäftigt auf jeden Fall, um solch triviales Zeug zu erledigen für dich. Deswegen gehe ich einfach. Und warte, bis mich der nächste NPC überfällt, um mich um einen Gefallen zu bitten. Nicht wahr? Ja, da ist er auch schon. Moment, du bist diese total eingebildete Aria-Trainerin. Genau. Was glaubst du eigentlich hier zu machen? Ich verstehe. Es ist Notstand, da sich alle Raider der Stadt auf die Suche nach Poké-Rock-Bande begeben haben. Daher solltest du also auf Patrouille gehen. Wenn einem Rekruten wie dir fehlt natürlich die Erfahrung, um selbst an so einer Mission teilnehmen zu können. Ja, ja, ja. War ich etwa unfreundlich? Nimm es dir nicht so zu Herzen, Chris. Ein Mashok? Warte, hast du das etwa auch gehört? Ja, das Mashok schon wieder. Das hört sich so an, als ob es vom Uhrturm kommen würde. Steh nicht so herum, Mann. Mitkommen. Ich bin ja schon da. Ich bin dann hinter dir. Ich glaube, es macht den Uhrturm kaputt. Mach das nicht. Mach das nicht. Bleib mal ruhig, Mashok. Wieso tobt das Mashok denn so? Hör zu, versuch das Mashok zu fangen. Ich möchte mich davon überzeugen, wie gut du wirklich bist. Oh, kein Problem. Mach ich doch locker. Mit links mache ich das. Guck dir das gerne an. Pass auf. Das Mashok ist gefangen, ehe du alle Pokémon aufzählen kannst. Haha, siehste, jetzt habe ich dich in der Falle. Dafür wirst du eine Weile brauchen. Okay. Wie viel brauche ich? Ha, wie viele? 7. Ich glaube, da hole ich mir gleich wieder Hilfe von Minun. Wow, 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 wow. Verdammt, ich wollte eigentlich noch ein paar weitere Kreise ziehen, aber ich hatte gerade Angst, dass er mich trifft. So, 52. Damit ist bald sogar wieder. Ja, wollte gerade sagen, habe ich. Im Menü kann man nämlich tatsächlich die Erfahrungspunkte sehen, die man noch benötigt. Energie hört sich um 2, die fangende verlängert sich um 5. Schön. Was heißt eigentlich um 5, genau? Die Daten von Mashok wurden im Verzeichnis registriert. Mashok kann mit seiner Stärke selbst Felsbrocken problemlos zertrümmern. Wie viele andere Pokémon auch. Yay, und Minun freut sich ein Ast. Du hast es geschafft. Vielen Dank, Ranger. Du warst sehr cool. Du warst mäßig cool. Das war fantastisch. Ich habe zum ersten Mal einen Fangversuch gesehen. Ja, das Mashok hat sich nach diesem Tobsuchtanfall ganz und gar beruhigt. Toll, das miterleben zu dürfen. Wir haben mit anderen Worten seinen freien Willen gebrochen. Oh, oh, oh. Ranger, sehr gut gemacht. Das Wahrzeichen der Stadt war in Gefahr. Yay. Es ist sowieso immer 12 Uhr da. Und wir haben die Mission geschafft. 4 Aufträge. Complete. Der Fangversuch war ganz okay. Keine Ahnung, warum das Mashok so wild wurde. Das Mashok wird sich auf dem Weg in seine gewohnte Umgebung vollends beruhigen. Du solltest es freilassen. Och Mann, immer die Pokémon, die ich gebrauchen kann. Wieso kehrst du nicht einstweilen zur Ranger-Basis zurück, hä? Ich habe im Vergleich zu dir den Auftrag, die Power-Rock-Mine zu finden. Ja, dann geh doch und geh mir nicht auf die Nerven. Wie wär's mal damit? Da ist sie übrigens. Also, glaube ich jedenfalls. Dieser Ranger, das ist derselbe Schnüffler, der sich bereits zuvor bei der Fabrik herumgetrieben hat. Und dieses dämliche Mashok hat sich einfach nicht aus dem Staub gemacht, ohne auf mich zu hören. Kommt denn nicht einmal den knirschenden alten Turm zerstören? Total peinlich, ey. Das ist ja so peinlich. Möchtest du dein Spiel speichern? Ich möchte sogar 6-mal speichern. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Okay, wirklich immer 9. Ich hoffe zu zählen ab jetzt. Wahrscheinlich werde ich nicht aufhören zu zählen, aber ist egal.
Willkommen zurück. Das war gute Arbeit. Die Einwohner von Herbstnow schienen mit deiner Arbeit zufrieden zu sein. Du hast die Rolle eines Rangers in der Gesellschaft verstanden und hart daran gearbeitet, sie zu erfüllen. Gut gemacht. Chris, du hast dir eine Beförderung verdient. Ich befördere dich hiermit zu Ranger Rang 3. Kann ich jetzt neue Fähigkeiten verwenden? Yay! Rang plus 1. Wie viele Ränge gibt es eigentlich? Ich kann bestimmt irgendwann noch 5, 6 und 7 Pokémon mehr rumschleppen. Ganz bestimmt. Ich wüsste nicht, was die Dinger da rechts sonst sollen. Du kannst Pokéstärken in der Gruppe Gift verwenden. Jetzt kann ich Leute vergiften. Cool, das wollte ich schon immer. Moment, was? Du kannst Pokéstärken in der Gruppe Psycho verwenden. Oh, beides. Oh, jetzt kann ich Leute manipulieren und sie vergiften. Ausgezeichnet, genau das, was ein Ranger können sollte. Ich meine, ich bin nett. Stimmt's, Minun? Minun. Nachdem du nun Ranger Rang 3 erreicht hast, musst du dir noch etwas erklären, Chris. Ach, lass mich raten, wie Psycho und Gift funktioniert, ja? Wenn du Ranger Ränge 3, 5, 7 und 9 erreichst, wird deine Partnerleiste im Segment hinzugefügt. Ah, ich wusste es doch. Alle Fangkomplexe fügen zwar standardmäßig über 5 Segmente in ihrer Partnerleiste, aber wir haben die Segmentzahl an der Ranger-Rängen angepasst, um den Druck auf das Partner-Pokémon in Grenzen zu halten. Dein Partner Minun ist mittlerweile weitaus stärker, also kann es auch etwas mehr Druck verkraften. Stimmt's? Ich glaube, das war ein Ja. Ich werde also jetzt die erste Begrenzung der Fangkom entfernen. Chris, du bist jetzt autorisiert, einen Fangkom mit 2 Segmenten zu verwenden. Achso, das da oben war gemeint. Ach, verdammt, ich dachte, da rechts ist es gemeint gewesen mit dem mehr Pokémon. Wobei, es heißt, verdammt, es ist noch besser. Die Partnerleiste wurde um ein Segment erweitert. Ausgezeichnet. Du hast nach der Eskorte für Professor Hastings seine Aufgabe nach der anderen erledigt. Fühlst du dich nicht ein bisschen müde? Es geht. Anführer, die Situation im Wasserberg ist am Überlaufen. Weil Wasser, versteht ihr? Das Wasser läuft über, quasi. Oho, die Wasserleitungen sollten eigentlich sauber sein, aber ihnen fließt ein ekelhafter Schlamm. Ich will Gift-Pokémon benutzen. Also um das Gift zu neutralisieren. Klingt das logisch? Ich weiß nicht. So etwas sollte niemals vorkommen, also habe ich die Sache untersucht und was finde ich? Überall Slimer. Ich flehe sie an, Anführer, wir brauchen ihre Hilfe. Bitte tun sie etwas, diesen Gestank hält ja kein Mensch mehr aus. Oh Mann, ey. Herr Ingenieur, Sie sind hier genau an der richtigen Adresse. Ich werde sofort einen Ranger zum Wasserberg schicken. Ich, der sich des Problems annehmen wird. Ich wusste, dass Sie uns helfen würden, Anführer. Was uns beunruhigt, ist die Tatsache, dass noch nie zuvor Slime am Wasserberg aufgetreten sind. Wir können uns das nicht erklären, daher hätte ich gehofft, dass die Ranger uns vielleicht helfen könnten. Das ist wirklich ein ziemliches Problem, weil Slimer multiplizieren sich jedes Mal, wenn sie quasi Tröpfchen verlieren. Das tun sie ja dauernd, also... Ich will dir nichts sagen, aber ihr habt ein Problemchen. Ich werde draußen warten. Lassen Sie uns bitte nicht im Stich, Anführer. Bitte, bitte, bitte. Es scheint, als wäre bei dem sich häufenden Problem vorläufig kein Ende in Sicht. Leider haben wir aufgrund der Suchen der Power-Rock-Bande immer noch nicht genügend Ranger und Herbstnow. Sag doch einfach, dass ich das machen soll. Ich mach das doch gerne. Um ehrlich zu sein, Chris, du bist momentan der einzige Ranger ohne Auftrag. Also hast du leider keine Wahl und musst diese Mission akzeptieren. Hätte ich sowieso gemacht. Das ist nur einmal das Los eines Rangers. Manchmal haben wir einfach keine Wahl. Es klingt so, als würde ich das ungern machen, aber ich mach's doch gerne. Fange also die Slimer, welche das Wasserweg überrannt haben. Das ist deine Mission. Außerdem kann ich einen Slimer einsetzen und Slimer ist super episch. Die gefangenen Slimer müssen einen Ranger übergeben werden, der speziell für diese Aufgabe trainiert wurde. Oh, also doch keine Slimer mit mir rumführen, das ist aber gemein. Ich wette, der Boss wird Slimog. Chris, du bist der einzige Ranger, auf den Herbstnow im Moment bauen kann. Vergiss das bitte nicht. Yeah, wir haben eine Mission erhalten. Wunderherrlich. So, Typ, dann führ mich mal hin. Ranger, hier drüben! Wo denn? Ach, da. Nun gut. Stop this. Was kann ich für dich tun? Hier befindet sich der Eingang zum Wasserwerk. Normalerweise stinkt es hier nicht so. Oh, voll zum Kotzen. Slimer im Wasserwerk. Mission 3. Okay, Minun. Wir sind bereit. Dein Fang kommt eine neue Nachricht erhalten. Von Spencer an Chris. Joel hat mir letzte Neuigkeit übermittelt. Achso, nee, Spencer. Mit der Situation alleine der fremden Stadt zurechtzukommen zu müssen, hast dich gut arrangiert, aber ne? Joel und ich sind beide viel zu sehr in die Untersuchung über die Power-Rock-Bande eingebunden, um uns um etwas anderes kümmern zu können. Das gibt dir wiederum die Freiheit, dich auf die Mission zu konzentrieren und Erfahrung zu sammeln. Auch aus diesem Grund möchte ich, dass du die Slime-Mission durchführst. Mach uns stolz. Das war jetzt keine Nachricht, die ich unbedingt gebraucht hätte, aber trotzdem vielen lieben Dank, dass du auf mich zählst, lieber Spencer. Oh, guck mal, hier alle schon im Arsch. Hallo, Herbstnow Ranger. Bäm!
Mann, dieser Gestank ist unerträglich. Ich halte schon die ganze Zeit die Luft an. Du bist Chris, oder? Ich wurde mit der Aufgabe betreut, die von dir gefangenen Slimer in Empfang zu nehmen. Freut mich, dich kennenzulernen. Oh Gott, man kann diesen Gestank wirklich nur sehr schwer ertragen. Leider wird der Gestank auch noch schlimmer, je weiter du ins Wasser weg vordringst. Ich werde also hier warten. Jedes Mal, wenn du einen Slimer fängst, werde ich zu dir kommen, um es in Empfang zu nehmen. Es wäre einfacher, wenn du hier warten würdest, aber ich verstehe schon. Ihr wollt einfach nicht, dass ich mit Slimer herumexperimentiere, ihr Fiesen. Und deiner Scheunix wieder zum Eingang sprinten. Oh Mann, ich ertrag das nicht mehr lange. Ich werde ab sofort die Luft anhalten. Okay. Dann werde ich mal jetzt losgehen, ja? Ich werde mich beeilen, okay? Ganz, ganz schnell gehe ich jetzt los. Ah, ich habe noch was vergessen, Entschuldigung. Oder gehe ich jetzt da lang? Ich weiß es nicht. Na, kannst du noch die Luft anhalten? Du bist ganz blau im Gesicht. Ach ja, wunderbar. Naja, aber sei froh, es ist unmöglich, sich durch Luft anhalten, selbst zu killen. Insofern läufst du nicht der Gefahr. Guck mal, da kann ich Psycho-Pokémon kontrollieren. Die brauche ich bestimmt für die Slimer. Kanimani, ganz viele. Das Kanimani fange ich mir noch. Don ist eh ein Speicherpunkt. So, ein wildes Kanimani. Du bist ein tolles Pokémon, Kanimani. Zeig mal, was machst du so? Auch nur 4 insgesamt. Das ist ja easy. Greif mal an. Greifen die überhaupt an? Okay, bei 28 hat's aufgehört. Der hat gar nicht angerufen. Ich glaube, Kanimani ist einfach zu friedfertig. Yay, 28 Erfahrungspunkte. Kanimani spuckt mitunter direkt aufeinander folgend mit Wasser. Okay, dann haben wir das scheinbar einfach nur nicht gesehen. Oder es war irgendwie anders gemeint. Wie viele Punkte brauche ich jetzt? 550. So, dann saven wir hier. Und beim nächsten Mal geht's dann auf der Suche nach Slimer. Auf die Suche nach den ganzen Slimer. Schön. Bam, 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 bam. Daten wurden gesichert. Viel Spaß weiterhin. Vielen Dank. Okay, Leute, ich würde aber sagen, bevor es weitergeht... Oh, ich rutsche auf dem Schleim rum. Das ist ja lustig. Bevor es weitergeht, beenden wir den Part erstmal hier. Das war Pokémon Ranger für heute. Und wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir uns auf Slimer-Jagd. Oh yeah. Bis dahin, Leute. Ciao.